Ich hatte, als ich Vorstand war im Dachverband im DVNLP, das war Anfang der 2000er, habe ich auch ernstes mal vorschlagen wollen und das auch getan, dass man das NLD nennt, neurolinguistisches Deprogrammieren. Also mir geht es eher um die Idee, diesen lästigen Ansatz von Programmieren und von Kabel im Kopf und ich manipuliere dich und so weiter mal aufzulösen, sondern stattdessen mehr diesen lösungsfokussierenden Gedanken zu nehmen und zu sagen, unbrauchbar gewordene oder kontextuell anzupassende Muster können verändert werden, aber erst durch Erkenntnis. Der erste Weg der Veränderung ist, die Wahrnehmung zu erweitern, in komplexer Hinsicht auch. Das heißt, dann habe ich einen Zugang zu mehreren Optionen und die können mein Handeln besser bestimmen. Also Auflösung heißt eigentlich eher Auflösung des momentanen Problemfokus. Denn die Menschen, die vor mir sitzen, sind ja nicht identisch mit dem Problemfokus. Hier geht es im NLP sehr darum, dass man nicht von der einen auf die andere Person guckt, sondern dass man das Element, wie Martin Buber sagt, das Zwischenmenschliche untersucht. Und die Struktur ist schwierig zu untersuchen, weil man immer Teil der gleichen Untersuchung ist. Das mit den Anpassungsbewegungen, zum Beispiel in der modernen Industriewelt, also das, was jetzt unter Agilität oder schöne neue VUCA-World und so weiter, diese Buzzwords, die dafür dastehen, dass in der Welt eine höhere Anpassungsgeschwindigkeit und Notwendigkeit vonnöten ist. Da ist NLP als Flexibilitätstraining, als subjektives Erfahrungstraining ganz, ganz, ganz viel wert. Das ist ja ein Herzstück auch der lösungsfokussierten Arbeit, eigentlich den Prozess die Qualität des Gehens zu ermöglichen und nicht so sehr auf Ziele zu fokussieren. Ziele ist wertvoll und gut, wenn ich objektivierbare Ziele habe, also wenn ich weiß, wie es sein muss. Aber die Qualität des Gehens spielt für mich eine größere Rolle. Nicht wohin des Wegs, sondern wie gehst du? Ja, wir versuchen, die Zukunft zu manipulieren, anstatt eine offene und eine freie, gelenkige und geschmeidige Sicht auf die Zukunft haben zu können.